Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojax spielt Dark Souls. Ja, des Sarges Rätsel konnten wir leider immer noch nicht lösen. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin dazu gekommen, dass uns ein Item fehlt. Aber wir werden noch über dieses Item stolpern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit den anderen Items gemacht habe. Deswegen verzeiht's mir, es ist wahrscheinlich irgendwie off-camera. Ist mir da irgendwas unterlaufen, keine Ahnung, verkauft oder so. Dass es nicht passiert, dass wir das jetzt nicht zeigen können. Aber wir werden es später noch nachholen auf jeden Fall. Das ist eine Sache, die geht uns jetzt nicht, die ruinieren wir jetzt nicht dadurch, dass wir das quasi jetzt gerade nicht zeigen. Ja, Renton ist am Gamepad und der folgt jetzt natürlich erstmal den Spuren zurück zu dem Sarg, wo wir letztes Mal waren. Autsch. Während die hier Propellerübungen und Purzelbäume schlagen vor Freude, dass wir wieder weitermachen. Ja. Wenigstens Schnippidi Schnapp. Genau. Boom. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass tatsächlich ein neues Skyrim angeboten wurde? Also noch also angekündigt wurde, ein Skyrim Remastered für PS4 und Xbox One? Wie? Ist das jetzt, was wird da remastered? Also das Elder Scrolls 5 Skyrim. Also das, was halt vor, ich glaube 2011 oder so rausgekommen ist. Hä? Es wird jetzt nochmal remastered für HD-Konsolen. Was aber relativ cool ist, weil die bauen da jetzt so ein Feature ein. Ich glaube, du musst da rechts. Das ist so ein Feature wie jetzt bei Fallout 4, dass du jetzt auch Mods auf den Konsolen installieren kannst. Was eigentlich ganz cool ist. Natürlich werden die jetzt nicht diese Thomas die Lokomotive Mods für Drachen oder sowas verwenden. Beziehungsweise die werden dann nicht hochgeladen, wahrscheinlich nicht. Aber schon mal cool, dass sie das auf jeden Fall nochmal so updaten, dass es ein bisschen hübscher aussieht auf der Konsole und halt du halt dieses Mod-System halt da verwenden kannst. Und es haben sich auch wirklich viele Leute gewünscht. Ich persönlich nicht, weil ich habe das glaube ich schon 20 Mal durchgespielt. Aber ich werde es jetzt auch wieder 20 Mal durchspielen, jetzt wo es nochmal auf PS4 rauskommt. Also Skyrim ist so ein geiles Spiel. Ja, ja. Hast du es mal länger gespielt? Nee. Aus so einem Spiel, was ich mir mal gekauft habe und dachte so, ah, das kann man doch mal durchspielen. Hm. Und dann hatte ich irgendwie den Faden verloren. Ja, das passiert wirklich sehr leicht. Ich glaube, das ist ein Problem, was nicht nur du hattest. Weil, ich weiß nicht, ich kenne Leute, die haben das 500 Stunden gespielt und die Hauptquest noch nicht mal beendet. Also die sind dann wirklich einfach so, oh, da drüben ist noch was. Und hey, da ein Drache. Und hey, da ist noch eine andere Questreihe. Und da vermisst jemand seinen Sohn. Und da musst du geradeaus durch. Und das ist halt schon sehr, ja, man kann sich sehr leicht verlieren in dem Spiel, aber genau das liebe ich halt daran. Also es wird wieder so ein Ding sein, wo ich erstmal 4 Monate von der Bildoberfläche komplett verschwinden werde, einfach nur in Skyrim mich aufhalten wird. Aber Skyrim ist auch sehr perfekt für, wenn man Hörbücher hört, finde ich, weil du quasi geistig überhaupt keine Anstrengung da rein nimmst und du kannst einfach dich schön so fallen lassen, gerade wenn du irgendwie so Game of Thrones, also das Lied von Eis und Feuer Hörbücher hörst oder so. Ach, das sind schöne Erinnerungen. Gut, du kämpfst dich hier weiter durch und da vorne musst du aufpassen, da sind nämlich die Radviecher, die wir auch schon aus der Painted World of Ariamis kennen und die sind hier ganz schön scheiße. Niemals. Aber du kannst sie schon jetzt mit einem Schlag wegsnipen, beziehungsweise swipen, nicht snipen. Da kommt der nächste. Aber die haben sie auch auf jeden Fall krass genervt in Dark Souls 3, oder? Also da in dem Gebiet, wo die auftauchen, da sind die, glaube ich, nicht halb so gefährlich wie hier. Hier können die einen wirklich komplett alle machen, wenn du dich falsch hinstellst. Ich glaube, du hast halt schon das Movement dafür, die einfach relativ gut auszuweichen. Meinst du jetzt von der Spielfigur her oder von der Erfahrung, die man als Spieler hat? Von der Erfahrung, die man als Spieler schon hat. Ja, aber trotzdem wirst du auch nicht mehr so krass. Also das kann natürlich sein, aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Figur an sich agiler ist als jetzt in Dark Souls 1. Ich denke mal einfach, weil du einfach... Also erstmal hast du die Mechanik schon verstanden und zweitens sollte das auch mehr Gimmick sein als jetzt. Ja, klar, sicher. Ja, trotzdem, wenn du jetzt nicht im richtigen Moment ausweichst und die dich quasi volle Kanne erwischen, dann ist das hier schon ein richtig herber Verlust an Lebenspunkten, wenn die dich mal so richtig krass erwischen. Wo es bei Dark Souls 3 dann doch schon eher so, ach okay, jetzt wurde ich halt mal kurz angehauen. So ein bisschen wie hier die Statuen, die wir vorher gesehen haben. Ja, keine Ahnung. Also ich hab sie noch nicht so wirklich erwischt und die sind halt relativ spät, je nachdem wie du dich levelst. Ja, und wenn geh mal da vorne rechts. Da rechts, da wo es ein bisschen dunkler wird. Ne, rechts.
da über den Hüppel und dann da rein. Ich wollte jetzt mal gucken, ob da noch irgendwelche... Nee, hier müsste jetzt eigentlich keiner mehr sein. Da ist noch irgendwo ein Black Knight, aber den habe ich schon erledigt, als ich hier durchgelaufen bin. Und hör mal, wer da hämmert. Das ist nämlich ein neuer Schmiedefreund. Den geht's aber nicht so gut. Sprech den mal an. Jo, kannst du die auch wirklich geben. Das ist nämlich die, die André, wo André gesagt hat, so, nee, da will er nichts zu tun haben, damit die kann er nicht verarbeiten. Denn das ist ein Kollege, bei dem kann man Feuer- und Chaos-Verzauberungen sich, glaube ich, holen. Gehen auf Modify Weapon. Genau. Kannst du ein Fire Sword machen, wenn du eins nach rechts gehst? Okay. Dafür müssten wir, glaube ich, erstmal die noch auf Level 10 oder so hochbringen. Oder wir haben das Material gar nicht dafür. Das kann natürlich auch sein. Und da können wir halt quasi unsere Wehrwaffen Chaos verzaubern. Moment mal, wo kann man... Was willst du denn machen? Ich wollte nur mal unsere Equip wieder... Reparieren? Reparieren. Repair Equipment. Da, genau. Du kannst aber gleich mal kurz gucken, was der so zu verkaufen hat. Weil da bin ich mir nämlich gerade nicht sicher, was er so verkauft. Genau, einmal alles durchreparieren. Nee, ich glaube, das war... So. Geh mal kurz auf Purchase. Ja. Genau, Homeward Bone, ein Titan Shard, ja, und Pfeil und Bogen. Also wirklich nur das Standard-Repertoire, was man eventuell hier brauchen könnte. Nichts allzu krasses. Ja, der Typ, der ist relativ versessen auf das, was er tut. Hat gar nicht gemerkt, dass ihm das Fleisch von den Knochen gefallen ist. Ja. Aber ist halt auch ein, ich meine, der Typ, der hat auch noch eine ganz coole Cutscene gehabt, aber die habe ich leider, schon getriggert aus Versehen, weil ich mich ein bisschen verlaufen habe. Wo da quasi für dich die Wand, in der wir jetzt reingekommen sind, quasi auftritt und sagt von wegen, ey, okay, jetzt lass mich aber bitte in Ruhe. So, aber der sieht halt auch echt cool aus, weil der, obwohl er ein Skelett ist, hat er einen Bart. Das kannst du mal versuchen, den quasi so zu drehen, dass man das so sehen kann, sein Gesicht. Na, da sieht man so ein bisschen. Da sieht man so ganz, ganz leicht so ein paar, weiß nicht, Streben, die da rauskommen. Ja. Was ich eigentlich, der Typ gefällt mir auch vom Design und von der Art und Weise, wie der redet, finde ich das einfach schon, ist einfach cool. Und halt eine echt ungewöhnliche Stelle, um quasi einen Schmied zu verstecken. Ich glaube, geradeaus da ist nichts mehr, da brauchst du gar nicht hinzugehen. Und dann wieder rechts und dann den Weg, den du eigentlich gehen wolltest. Da oben zu dem Item, da muss man sich irgendwie runtertroppen lassen, da muss man aber nochmal einen anderen Weg gehen. Den habe ich noch nie so ganz herausgefunden. Ich glaube, ich habe noch kein Playthrough das Item abgeholt, aber es glaube ich auch nur... die Klerikerrobe, die man von dem Startcharakter quasi hat. Und wir können, und da vorne ist schon der nächste Boss. Aber der ist wirklich nicht schwer, der ist mit einer der leichtesten. Yeah, Bossfight! Genau, Bossfight! Einmal rein ins Gemetzel. Du musst dich darunter fallen lassen. Verdammt. Okay, es gibt eine Cutscene und ich krieg keinen Fallschaden. Doch, du kriegst Fallschaden. Puh! Das ist halt Dark Souls. Aber hier finde ich auch, ist eigentlich auch einer der tragischeren Charaktere. Du wirst gleich auch schon sehen, sein Gesicht haben wir schon mal gesehen. Oder sollte ich sagen, seine Gesichter? Ah, ja. Das sind nämlich die von den Statuen. Und es ist halt Mutter, Vater und Kindgesicht. Davon habe ich auch schon was. Die Story ist halt, geht halt so ungefähr. Der funktioniert so ein bisschen wie der Crystal Sage. Der dupliziert sich halt und du musst halt den richtigen immer suchen. Der rechte müsste das sein. Aber du siehst ja schon, du haust ihm ordentliche Stücke da aus dem Leib raus. Und er ist auch schon tot. Also es ist wirklich ultra leicht. Nein, der war überhaupt nicht. Der war total schwer. Ja. Hast du gesehen? Ich habe doch nicht mehr viel Leben. Ja, wirklich. Und ich glaube, davon 50% waren wegen dem Fallschaden. Aber da gibt uns das Rite of Kindling, was ein sehr cooles Item ist, weil jetzt können wir unsere Bonfire auf bis zu, also das so, dass wir fast bis zu 25 Estus-Flakons mitschleppen können. Mask of the Mother. Genau, ich glaube, das ist mit die beste Maske, die du von dem bekommen kannst, weil sie denselben Effekt hat wie das Grass Crest Shield. Quasi, dass du auch Ausdauer dazu bekommst. Okay, cool. Ja.
Und ich glaube, die Story geht irgendwie so, ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen, du musst nach rechts, von da, genau. So dass er, ich glaube, der Zauberschüler hier, der hat quasi seine Familie verloren und hat aufgrund, also versucht dann mit Nekromantie in den Katakomben die irgendwie wiederzuholen und hat dabei die Seele von sich selbst, der toten Mutter und dem toten Kind quasi in einem Wesen verpasst. Und das ist halt Pinwheel. Ach da, ich habe das genau. Gar nicht gesehen, die Leiter. Ja, die ist ein bisschen versteckt und ich bin, glaube ich, auch das erste Mal hier einfach so durchgerannt und habe das überhaupt gar nicht gecheckt. Okay, und da geht's nochmal weiter hoch. Und dann gelangen wir auch schon direkt ins nächste Gebiet. Hier haben wir wieder so einen etwas unschönen Farbfilterwechsel. Geh mal kurz ins Menü. Genau, und dann gehen wir kurz auf Equipment und guck mal bei den Helmen. Da hast du jetzt irgendwas, was dir da auf jeden Fall helfen wird. Nämlich die... Weiter. Wait for it. Das? Nein. Das? Weiter? Nein. Das? Nein. Nein. Auch nicht das die. Hier? Nein. Ja, okay, das sieht sehr schön aus. Ja, das macht die Sicht auf jeden Fall besser. Oh. Die Sunlight Maggot. Die kannst du nämlich mal anziehen. Das erlöst uns nämlich von dem Schicksal, dass wir eine Fackel verwenden müssen und dafür unser Schild aufopfern müssen. Und deswegen bin ich auch quasi erst durch das Feuergebiet mit euch, habe ich euch erst durchgehauen, bevor wir jetzt quasi hier hingegangen sind. Denn es macht das ganze Gebiet The Tomb of the Giants auf jeden Fall deutlich einfacher. Oha. Hallo. Ich find's auch geil, dass deine Augen leuchten in der Dunkelheit. Und vor allem, wenn du hier halt ohne quasi Schutz oder ohne eine Lampe in irgendeiner Art und Weise quasi hier durchgehen musst, ist das das Scheußlichste, was einem überhaupt passieren kann. Lustig, wie er da explodiert ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du da links sogar guckst, da sieht man auch die Feuerwelt. Nein, wenn du quasi ins Gebiet guckst, da sieht man die Magma, durch die wir uns da durchgetrieben haben. Ah, cool. Also wieder eine schöne Verknüpfung von den Welten auf jeden Fall. Genau, da muss ich mal ein bisschen genauer ab und an mal durchgucken, weil da gibt es irgendwo noch ein Bonfire, aber nee, da nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich sag mal, du, so die Skelette könntest du dir schon mal, also diese, wenn du dich immer umdrehst, da dieses Monstervieh, das kannst du dir schon mal einprägen. Hui! Ist ja lustig. Oh, hi! Ja. Oh, und von irgendwo werden wir wieder beschossen. Natürlich, aber... Gott sei Dank können wir so ein bisschen Schaden auf jeden Fall einstecken. Sehr nice. Und wir haben ja immer noch 9 Essensflakons durch den ultra harten Bosskampf. Sind uns da ja noch ein paar geblieben. Hey, und eine nette große Seele. Ich geh nochmal gerade die andere. Nee, der andere. Okay, ganz runtergehen. Ich mag aber auch, wie langsam die Pfeile einfach auf einen zufliegen. Okay, das war gerade ein bisschen strange. Ja, ich glaube, weil ich den Schild benutzt habe. Achso, okay. Oh, noch 2 von denen. Yep. Aua! Boah. Ja, du machst es schon ganz gut. Vorsicht, du darfst dich nicht von den treten lassen, auch nicht zu sehr zurückgehen. Ja, ich weiß nicht. Oh. Go Ranton. Nice. Das war auch sehr gut. Oh. Das war so gewollt. Ja, natürlich. Ja, da vorne war nichts mehr. Nee, ich glaube nicht. Den kennen wir doch irgendwoher. Ja, stimmt. Oh, jetzt müssen wir mal... Da kannst du erstmal runter und da ist, glaube ich, nämlich auch das Bonfire. Genau, der Kollege ist der gute Patches, der hier sein erstes Wiedertreffen quasi feiert, nachdem er in Demon's Souls quasi eingeführt wurde. Wobei ich auch mir nicht ganz sicher bin, ob der überall schon Patches hieß oder ob der nicht mal irgendwo auch Pate hieß. Aber ich glaube, du kannst jetzt ein Level Up machen. Level Up! Packst mal ein Vitality. Ein längerer Lebensbalken ist immer toll. Ja, ist immer, fühlt sich immer gut an. Auf jeden Fall. Können wir jetzt dieses Item, was wir eben gekriegt haben, hier irgendwie einsetzen oder wo müssen wir dafür? Nee, wir müssen es holen. Du kannst es erstmal noch weiter, ganz normal weitermachen. Indem du mal mit den guten Patches redest. Mal sehen, ob er hier freundlich ist. Wobei? Wobei was? Wobei was?
Was heute? Wir warten einfach bis nächste Woche, dann könnt ihr, werden wir nämlich dann bei Dark Souls 3 den vielleicht ja irgendwie. Ja, genau. Da kann man schon. Also je nachdem, was vorher rauskommt, könnt ihr euch schon auf jeden Fall für die jeweils andere Serie, wenn ihr beide separat guckt, schon abschätzen, was gleich passieren wird. In der nächsten Folge von Barojak spielt Dark Souls. Haut rein. Tschüss.